denn hier los? Dein 10-jähriges Jubiläum, Trapper. Herzlichen Glückwunsch. 10 Jahre als Chef der Chirurgie. Und jetzt auf die nächsten. Auf Sie, Dr. 10 Jahre. Ja, mindestens 10. Mhm. Dr. McIntyre, und das sind unsere Gratulationskarten mit unseren besten Wünschen. Oh, danke. Oh, und Dr. Riverside hat die Torte spendiert. Danke, Stanley. Nun, ich scheue keine Mühe für meinen Freund John. Und wieso steht da Happy Birthday Bootsy? Ich wusste, dass Sie... das war nämlich so, John. Ihre Torte war noch nicht fertig. Und deshalb borgte ich diese von der Kinderabteilung. Außerdem ist Bootsys Geburtstag sowieso erst morgen. Hm? Ja, und es kommt noch hinzu, dass das süße Zeug schlecht für die Zähne ist. Richtig, Stanley? Da haben Sie recht. Wir tun dem Kind einen Gefallen. Lesen Sie doch Ihre Glückwünsche. Okay, okay. Mal sehen. Nasen sind rot, durch Alkohol blau. Ich hoffe, wir arbeiten noch lange im selben Bau. Gezeichnet Jackpot. Ich danke Ihnen vielmals. Es gefällt mir sehr. Die Karte mit Gravur ist von Dan schon. Ja. Also gut, sehen wir mal, was dann noch ist. Von wem ist die? Sie wollen doch wohl nicht etwa drauf wetten sein. Das hier ist etwas zu persönlich. Oh, da bin ich aber neugierig. Vielleicht etwas Unanständiges. Dr. Gates, kann ich noch ein Tröpfchen Champagner kriegen? Sicher? Noch mehr Champagner, das Gedicht muss sehr persönlich sein. Geh raus und ruf mich bitte an. Gut. Ich hol noch mehr Champagner. Was steht denn drin, Trapper? Was steht in diesem persönlichen Brief? Ja, je persönlicher, umso besser. Gut, wenn ihr darauf besteht. Ein üppiges Starlet namens Gloria, im Zustand sexueller Euphorie. John, es sind Damen anwesend. Nur weiter mit der Story. Entschuldigt. Ja? Guten Abend, Sir. Hätten Sie Interesse an einem Abonnement für Stepptanzstunden? Blutung. Ich bin sofort da. Tut mir leid, Leute, ein Notfall. Und Trapper, aber ich danke schön. Schade. Es ist immer dasselbe. Kaum jetzt mal gemütlich. Ein Notfall. Wirklich schade, dass Sie gehen. Jetzt werden wir das Ende des Limericks nie erfahren. Oh, ich glaube, ich weiß es. Ein üppiges Starlet namens Gloria. Miss Brancusi. Verzeihung. Entschuldigt mich. Also, das war's dann wohl. Ciao. Bis später. Kommen Sie. Schließ die Tür. Was ist passiert? Sieh dir das an. Es ist eine Bombe im Krankenhaus. Wenn sie explodiert, sind alle für immer kuriert. Zuallererst Sie, Trapper. Glaubst du, jemand spielt dir einen Streich? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Tja, es könnte eine Finte sein von einem Irren, der Spielchen spielt. Es könnte aber auch echt sein. Was sollen wir tun? Geben Sie mir die Polizei. Verkehrsunfall, Doktor. Blutergüsse, Quetschung, das Knie hat's erwischt und möglicherweise innere Verletzungen. Hören Sie nicht auf ihn. Ich fühle mich fantastisch. Das überlassen Sie mal ruhig uns. Wie ist Ihr Name? Annie Olensky. Sonstige Daten? Blutdruck 116:80, Puls 84. Nun, das hört sich gut an. Bei uns sind Sie gut aufgehoben, Miss Olensky. Officer Olensky, eine Polizistin, wie schön. Miss Brancusi, wären Sie bereit, die Patientin jetzt reinzubringen? Ich komme dann sofort zur Untersuchung. Ja, Sir. Danke. Glauben Sie mir, ich weiß, was es heißt, sich als weibliches Individuum in einer Männerwelt zu behaupten. Sie haben es sicher auch schwer gehabt. Nein, es war leicht, weil ich viel intelligenter bin als die. Warum bleiben die nicht zu Hause, wo sie hingehören? Es ist komisch, Doktor. Das sagt man von Ihnen auch. Na, meine Herren, das trifft sich gut, Sie wollte ich sprechen. Aber nicht jetzt, meine Herren, ich habe keine Zeit. Jetzt, Mr. Slocum, es ist dringend. Wie dringend? So dringend. Großer Gott, eine Bombe! Psst,
nicht so laut. Herr Bombe, liebe Güte, was ist mit den Patienten und den Angestellten? Hören Sie, was wir nicht wollen, ist eine Panik. Wir müssen die Patienten sofort evakuieren. Nein, noch nicht. Die Polizei und das Bombenräumkommando sind unterwegs. Die sagen uns, was zu tun ist. Ja, aber wir können doch nicht warten, solange die Bombe hier ist. Wenn Sie nicht auf den zu schreien, haben wir eine Panik am Hals. Sie haben recht, Sie haben recht. Das Letzte, was wir wollen, ist eine Panik. Aber das ist eine schreckliche Sache, eine schreckliche Sache. Wir warten in meinem Büro. Wie ist das passiert, Officer? Ich habe einen Dieb verfolgt und rannte über die Marktstraße. Dabei wurde ich von einem Motorrad angefahren. Tut das weh? Nein, nicht sehr. Sehen Sie, aus dem Grund sind Frauen so gute Polizisten. Sie können Schmerzen ertragen. Ich nicht. Ich hasse Schmerzen. Ich fühle mich aber so gut, dass ich aufstehen und nach Hause gehen kann. Trotzdem glaube ich, ist es besser, wenn die Patientin über Nacht zur Beobachtung hier bleibt. Wir werden uns noch ihre Röntgenbilder ansehen, damit wir keinerlei böse Überraschung erleben. Hm? Oh nein. Wenn die Burschen vom Hauptquartier das erfahren, werden sie mich wieder dauernd damit aufziehen. Warten Sie. Also eins ist ziemlich sicher, McIntyre. Sie sind sein Hauptziel. Wieso ich? Ich weiß nicht wieso, aber er hat Sie hier ausdrücklich erwähnt. Und er hat ihn an Sie geschickt. Tobias, lassen Sie das gleich im Labor untersuchen. Ja, Sir. Finden Sie nicht, es wäre an der Zeit, damit anzufangen, die Patienten zu evakuieren, Sergeant? Das werden wir schon. Wann? Wir haben über 1000 Patienten in dem Gebäude und circa 400 Angestellte. Es gibt zwei Typen von Bombenlegern, ist das Locum. Der eine ist Terrorist. Der würde keinen Drohbrief schicken, nur ein Bekenntnis zur begangenen Tat. Wir haben hier den anderen Typ. Dem kommt es darauf an, Ängste zu verursachen. Deshalb informiert er sie, um sie leiden zu sehen. Wieso hat er sich Trapper ausgesucht? Vielleicht will er ihn erpressen. Wahrscheinlich schickt er noch eine Nachricht und verlangt etwas Unmögliches. Oder er will ganz einfach Rache. Ich möchte eine Liste von den Personen, die im letzten Jahr hier gestorben sind. Und von den Patienten und Todesfällen, mit denen Sie zu tun hatten, McIntyre. Okay, kriegen Sie. Es könnte irgendeinen Verwandten geben, der es auf Sie abgesehen hat. Sergeant Sykes, Sie scheinen viel mehr daran interessiert zu sein, den Bombenleger zu finden, als die Bombe. Wir suchen erst, wenn wir alles besprochen haben. Ach übrigens, ich möchte weiße Kittel für meine Männer, damit sie kein Aufsehen erregen. Dieses Gebäude ist sehr groß. Wo wollen Sie da anfangen zu suchen? Wir fangen hier in diesem Büro an, dann den Operationssaal, die Stationen und wo immer sonst sich Dr. McIntyre noch aufhält. Dr. McIntyre hält sich überall in dem Gebäude auf. Wenn die Bombe explodiert, sind wir alle überall im Gebäude. Sehen Sie, da ist sie. Sie weigert sich entschieden, im Bett zu bleiben. Miss Olensky? Officer Olensky. Aha. Würden Sie mir helfen, diese Dinge aufzusammeln? Klar. Ich bin Dr. Gates. Die Schwestern sagen, Sie seien sehr dickköpfig. Ach. Ich versuche nur zu beweisen, dass ich fit genug bin, um zu arbeiten. Ihre Arbeit ist sehr anstrengend, hm? Nein, nicht immer. So? Nein. Hören Sie, ich kann meine Arbeit auch ohne Macho-Gehabe erledigen. Ich finde, es ließe sich viel mehr erreichen mit ein bisschen Psychologie, ein wenig mehr Intelligenz oder auch Mitgefühl. Das klingt vernünftig. Welche Art Psychologie soll ich bei Ihnen anwenden? Sie sollten Ihre Patientin nicht verhätscheln. Wenn sie sich stark fühlt, ist sie stark. Und ich fühle mich toll. Das Macho-Gehabe einer Patientin. Nein, der psychologische Aspekt. Sie demonstrieren Ihr Vertrauen in den Patienten. Also gut. Gehen Sie heim. Ernsthaft? Ja, gehen Sie. Oh. Also, herzlichen Dank. Sie sind okay. Oh. Sie und Ihr psychologischer Aspekt. In diesem alten Nebengebäude, ist da genug Platz für alle Patienten? Es würde ein wenig eng werden.
Wen interessiert das? Nichts wie rüber mit Ihnen. Ja, aber zur richtigen Zeit, Mr. Slocum. Das muss ganz unauffällig und ruhig passieren. Wir evakuieren eine Station nach der anderen. Beginnend mit der Kinderabteilung, dann die Intensivstation, die Altenstation. McIntyres Büro ist sauber, Sergeant. Keine Bombe. Gut, dann nehmt euch die anderen heißen Stellen vor. Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Doktor, was ist mit der Liste der Todesfälle? Das Ärztearchiv hat sie in mein Büro geschickt. Ich hole sie. Dr. Sidrons, rufen Sie bitte die Wachstation an. Dr. Sidrons, bitte die Wachstation anrufen. Oh, suchen Sie mich, Jack. Nein, Doktor. Ich wollte nur die Krachmacher abholen. Für die nächste Party. Ja, richtig. Bewahren Sie sie gut auf. Ja, mach ich. Dieser Slocum treibt mich zum Wahnsinn. Also bitte, halten Sie ihn mir vom Leib. Sicher, aber sehen Sie das? Was ist das? Ich weiß nicht, aber vorhin war es noch nicht da. Vielleicht bin ich paranoid, aber... Geben Sie mir Ihr Stethoskop. Gehen Sie zurück. Ich denke, es ist okay. Ich denke. Hoffentlich stimmt's. Kein Zünder. Da ist ein Zettel drin. Um 12 Uhr Mitternacht. Da bleiben uns 6 Stunden. Sie hatten recht, es macht ihm anscheinend Spaß, uns zappeln zu lassen. Ja. Und er macht seine Arbeit verdammt gut. Hey, Jackpot, kommen Sie mal. Hören Sie was? Hören Sie es? Ja, da tickt was. Und warum sollte hier was ticken? Warum nicht? Warum sollte es hier nicht ticken? Ein Röntgenassistent, bitte in die Notaufnahme. Ein Röntgenassistent, bitte in die Notaufnahme. Was haben Sie hier zu suchen? Naja. Ich bin Dr. Stanley Riverside, der zweite Chef der Notaufnahme. Dürfte ich um Ihren Namen bitten? Stone. Dr. Stone. Sie sind nicht Stone. Sie tragen seinen Kittel und seinen Ausweis, aber Sie sind nicht Stone. Schon gut, schon gut. Jetzt beruhigen Sie sich und ich erkläre es Ihnen. Sie sind ein Betrüger. Das ist ja unfassbar. Sie geben sich als Arzt aus. Das ist strafbar. Ich werde jetzt die Polizei rufen, ja? Ich bin von der Polizei. Mackey, Bombenkommando. Bombenkommando? Was tun Sie denn hier? Stanley, haben Sie eine Uhr in Ihrem Vorratsraum? Nein, natürlich nicht. Aber irgendwas tickt da drin. Hat sie ticken gesagt? Ja, aber das hat nichts. Meine Schwester bitte auf Station 4 West. Meine Schwester bitte auf Station 4 West. Dringend. Kann ich Sie sprechen, Doktor? Ja, gibt's was Neues? Ja, es kam noch eine Warnung. Wir müssen sie bis Mitternacht finden. Falls es sich nicht anders überlegt. Ich würde gern das Diktierzimmer überprüfen. Können Sie das Personal raushalten? Sperren Sie einfach die Tür ab. Ich übernehme die Verantwortung. Danke.
es tut mir leid. Wirklich sehr leid. Hey, Larry! Tag. Tag? Was tut Larry Tobias hier? Wer? Larry Tobias, er ist vom Bombenkommando. Wieso trägt er einen Arztkittel? Er arbeitet schwarz als Gehirnchirurg. Na, schon gut. Sie können mir ruhig den wirklichen Grund sagen. Es kann sein, dass... Oh nein, sagen Sie bloß nicht... Wir sollten lieber woanders darüber reden. Bleiben Sie zurück, bitte. Gehen Sie zur Seite. Würden Sie bitte weitergehen? Bitte. Wir müssen Sie bitten, weiterzugehen, okay? Hey, was ist denn hier los? Gehen Sie weiter. Was sucht er denn? Einen ehrlichen Menschen. Würden Sie bitte weitergehen? Sie verursachen einen Auflauf. Das ist das Netteste, was Sie je zu mir gesagt haben. Jackpot, bitte, bitte. Also, Herrschaften, weitergehen, den Flur freimachen. So ist gut, danke. Vielen Dank, danke. Da ist sie. Das ist unser Baby. Wäre es Ihnen lieber, ich warte woanders. Wie Sie wollen. Halten Sie nur den Flur frei. Sie sind nicht nur Polizistin, Sie sind Studentin der Psychologie. Ja. Also, geben Sie mir eine psychologische Darstellung von einem typischen Bombenleger, von einem Typ, der Bomben in Krankenhäuser legt. Vermutlich ist er ein geborener Verlierer. Er ist introvertiert und voller Feindseligkeit und paranoid. Er ist der Typ, der nach Gründen sucht, um Menschen zu hassen, vor allem die so sind, wie er nicht ist. Nach Sykers Meinung wird er es so lange hinauszögern, wie er kann? Natürlich wird er das, sicher. Ich meine, die Bombe macht ihn groß und stark. Er bestimmt. Der geborene Verlierer bringt die Gewinner zum Schwitzen. Dieser Typ fühlt sich im Moment in einer extremen Machtposition. Vielleicht zündet er die Bombe gar nicht. Natürlich wird er sie zünden. Diese Typen haben einen großen Selbstzerstörungstrieb. Wissen Sie, unbewusst wollen sie erwischt und auch bestraft werden. Er zündet die Bombe und gibt uns einen Grund, ihn zu bestrafen. Aber er wird so lange warten, wie er kann. Solange er glaubt, die Kontrolle zu haben, ja. Solange er glaubt, die Kontrolle zu haben. Danke, Officer, Sie sind wunderbar. Ich weiß, dass ich ihn erwischen kann. Ich weiß genau, wie ich ihn herauslocken kann. Oh, Moment mal, dieses Gebäude wimmelt von Polizisten. Warum lassen wir Sie nicht Ihr Geld verdienen, ne? Hör doch, dieser Irre gibt uns noch bis Mitternacht Zeit. Er hat also noch 4 Stunden, um seinen Machttrip auszukosten und mit uns zu spielen. Wieso verkürzen wir seinen Trip nicht und zeigen ihm, dass sein Spiel zu Ende ist? Dann wird er die Bombe früher zünden. Nein, das ist das Letzte, was er will. Er braucht das Machtgefühl, Trapper. Das ist der einzige Grund, warum er das tut. Wenn wir ihm das nehmen, wird er zwangsläufig durchdrehen, unvorsichtig werden und Fehler machen. Entschuldige, aber woher hast du all diese profunden Erkenntnisse? Von der wunderschönsten Polizistin der Welt. Eine schöne Polizistin? Mhm. Hast du etwa Geheimnisse vor mir? Vergiss es, Trapper. Glaub mir einfach, ich weiß, was ich tue. Ja? Ich weiß nicht, was du tust und mag nicht, wenn du Polizei spielst. Oh, Trap. Hättest du eher sagen sollen. Ich hab's schon getan. Das passt zu dir. Hm. Toller Job, hä? Erst eine Spezialausbildung und dann durchwühlt man schmutzige Unterwäsche. Sag mal, verletzen wir nicht die Rechte von irgendjemand, wenn wir die Spinde durchsuchen? Die Spinde gehören dem Krankenhaus. Slocum selbst hat sie freigegeben.
Mann, diese Ärzte sammeln eine ganze Menge Mist. Dieser Bursche hatte... Hey, Moment mal. Hast du was gefunden? Ein Wecker, Drahtspulen und eine Batterie. Gibt noch Zündstoff dazu und du hast eine selbstgemachte Bombe. Ich hole gleich Sykes. Warte. Und stell fest, wem Spind 23 gehört. Gut. Hier ist die Polizei, Hände hoch. Hey, was soll denn das? Hier rüber. Los. Ich hab doch nur die Leuchtbox repariert. Da war ein Kurzer drin. Darüber reden wir später. Gehen wir. Also ich muss sagen, ich bin ehrlich überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass Jackpot Jackson dieser Mann ist. Ja, ich auch nicht. Und was denkst du, Doktor? Du scheinst kein bisschen überrascht zu sein. Oh, ich bin fast so überrascht wie du, Trapper. Wissen Sie, Sykes ist ziemlich fair. Er wird dir nicht anklagen, wenn er keine klaren Beweise hat. Nun, es war einfacher, als ich dachte. Er hat ein volles Geständnis abgelegt. Ich kann es nicht glauben. Der hat ja schnell gestanden. Wie haben Sie das erreicht, Sergeant? Mit Daumenschrauben? Sehr witzig, Mackie. Was ist mit der Bombe? Hat er gesagt, wo sie ist? Wir können uns beruhigen. Es gibt keine Bombe. Der Verdächtige sagt, es war nur ein Scherz. Ein Scherz? Oh Mann. Da bin ich aber erleichtert. Haben Sie es den anderen schon gesagt? Nein, noch nicht. Aber ich werde es gleich tun. Was sagt man dazu? Und wir rennen durch die Gegend und suchen eine Bombe. Nur eine Verschwendung von Steuergeldern. Können wir gehen? Ja, ihr könnt alle zurück aufs Revier. Gut. Sergeant, ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Und du auch. Starch, was ist passiert? Was wollen die von Jack? Ich weiß nicht, ich verstehe es auch nicht. Stanley, was geht hier vor? Ich bin nicht befugt, etwas zu sagen. Und was sind Sie nicht befugt zu sagen? Obwohl es mich überrascht, hat es sich herausgestellt, dass Jackpot einen ziemlich fiesen Charakter hat. Wie können Sie so etwas sagen? Stanley, sollte irgendwer irgendwann Sie als Gentleman bezeichnen, glauben Sie es nicht? Was habe ich denn gesagt? Ich glaube, das war keine gute Idee. Ich meine, das ganze Krankenhaus sieht, wie Jackpot abgeführt wird. Wie soll er das erklären? Wenn der Fall geklärt ist, muss er nichts mehr erklären. McIntyre, würde ich nicht daran glauben, hätte ich nicht zugestimmt. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen? Ich habe mit Annie Olensky geredet. Olensky? Oh nein. Sie ist eine gute Polizistin. Sie ist ein Problem. Wieso? Wieso? Ich sag Ihnen wieso. Erstens ist sie eine Frau. Zweitens ist sie schön und klug ist sie außerdem. Wissen Sie, was so eine Kombination in einer Polizeistelle anrichtet? Ja? McIntyre. Richtig. Sie haben den falschen Mann verhaftet. Könnten Sie bitte etwas lauter sprechen? Ich kann Sie sehr schlecht verstehen. Die Bombe geht wie geplant um Mitternacht hoch. Und das ist kein Scherz. Du hattest recht. Er reagiert. Aber die Bombe geht um Mitternacht hoch. Woher weiß er von dem Scherz? Nur die Leute im Konferenzraum wussten davon. Sie und... Und die Patientin schaute mich verdutzt an und sagte zu mir, das wird meine Versicherung nicht bezahlen. Oh, das ist ja furchtbar, Larry. Das ist nicht alles. Ich sah sie später im OP wieder. Und weißt du, was sie gesagt hat? Sie... Ich will es nicht hören, bitte. Wie lange ist er schon hier? 15, 20 Minuten. Wieso? Wo ist Garcia? Er unterhält sich mit der hübschen Schwester. Und Mackie? Er wollte telefonieren. Und ich musste ihm das Geld dafür geben. Geben Sie mir das Sicherheitsbüro. Vermittlung? Hier spricht das Dr. Gates. Hier ist Dr. Bitte McIntyre. Rufen Sie die Polizisten Garcia, Mackie und Tobias aus. Sie sollen in das Büro von Dr. McIntyre kommen. Wir brauchen Mackie. Er ist unser Mann. Wie viele Münsteransprecher haben Sie hier?
Jedem Wachterraum ist einer. Oh, das fehlte mir noch. Hallo, Sergeant. Ich habe Sie gesucht. Ich dachte, nachdem wir hier fertig sind, könnten wir alle zusammen ab dem Essen gehen. Zuerst habe ich ein paar Fragen an Sie. Fragen? Er mit dem Revolver. Mein Revolver? Wieso? Geben Sie mir Ihren Revolver. Okay. Und jetzt gehen wir ganz ruhig nach unten und unterhalten uns. Worüber? Über den Anruf gerade eben, die Drohbriefe und was noch damit zusammenhängt. Hören Sie, Sergeant, ich habe doch... Bleiben Sie stehen, Mackie, oder schieße! Mackie! Ist unregelmäßig. Machen Sie ihn für die Operation fertig, und zwar schnell. Wir sind im OP. Können Sie ihn retten? Hoffentlich, sonst erfahren wir nie, wo die Bombe ist. Förmlich zerrissen. So eine Schusswunde habe ich seit Korea nicht mehr gesehen. Wie geht's ihm, Pete? Miserabel. Sein Blutdruck ist im Keller. 70 systolisch. Dann pumpt noch mehr Blut in ihn rein. Er schlürft es weg wie Dracula. 6 Einheiten bis jetzt. Dann bestellt noch 6. Die Kugel hat die Aorta zerrissen. Wir müssen ein Transplantat machen. Gefäß klemmen. Wie spät ist es, Sarge? 10.17 Uhr. Großartig. Wir haben nicht mal mehr 2 Stunden. Na und? Alles, was wir tun müssen, ist, diesem Clown das Leben zu retten, ihn zusammenzunähen, aufzuwecken und ihn zum Reden zu bringen. Ja, ich hoffe, die haben schon angefangen, die Patienten zu evakuieren. Dein Optimismus ist umwerfend. Stopp die Blutung, bitte. Klemme. Wir werden es doch schaffen, Trapper, oder? Trapper. Wir müssen. Ich kann Knallgeräusche nicht leiden. Wie geht's Ihnen, Nolensky? Fantastisch. Dieses Haus ist sehr anregend. Das sind Bomben, Evakuierungen, Schießereien, davonrasende Rollstühle. Davon habe ich gehört. Ja? Hier erlebe ich viel mehr als in meinem Job. Haben Sie die Bombe schon gefunden? Noch nicht. Meine Männer durchfilzen das ganze Gebäude. Ich fühle mich ziemlich schlecht wegen Mackie. Hören Sie, es liegt mir daran, Ihnen etwas zu sagen. Ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe. Welche Hilfe? Nun, Sie und Dr. Gates haben Mackie entlarvt. Ja, und ich kann nicht sagen, dass ich darüber glücklich bin, aber... Sie sind eine gute Polizistin. Danke. Jetzt verstehe ich, dass Sie die 5. Ihrer Abschlussklasse waren. Was meinen Sie mit 5? 6? 3. 3? Kommen Sie, hören Sie auf. Das glaube ich nicht. Wieso? Weil ich eine Frau bin? Das hab nicht ich gesagt. Ja, aber gedacht haben Sie's. Hören Sie, ich bin ein Individuum. Ein Mensch. Wieso sieht mich eigentlich jeder nur als Frau? Vielleicht wegen der Art, wie Sie gebaut sind. Was ist verkehrt daran? Gar nichts. Das ist das Problem. Ich... Störe ich Sie? Nein, nein, gar nicht. Kommen Sie. Wie geht's, Mackie? Tja, die Operation hat überstanden, aber er ist noch nicht über den Berg. Wo ist er? Er ist auf der Wachstation, aber er ist noch nicht bei Bewusstsein. Wann können wir ihn vernehmen? Das ist schwer zu sagen. Jeder Patient reagiert anders auf die Narkose. 11.30 Uhr. Wir haben noch 30 Minuten, um die Bombe zu finden. Wenn er redet. Können Sie nichts tun, um ihn aufzuwecken? Leider nicht. Wir müssen warten, bis er aufwacht. Setzen Sie sich in den Stuhl. Ich bringe Sie heraus. Gut. Ah, und das ist Mrs. Needlemans Akte. Dr. Riverside. Ah,
Ah, Mr. Lindquist. Ich wusste nicht, dass er aus Connecticut ist. Ich lese gern die Akten durch. Erstaunlich, was man da erfährt, wenn man sich die... Ich... Doktor, können Sie sich nicht etwas beeilen? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Das Wichtigste, Miss Brancusi, ist in der Situation ruhig zu bleiben. Aber Doktor, es scheint Ihnen nicht klar zu sein, dass... Da ist der kleine Teufel. Ich suche diese Akte seit Tagen. Sie steckte unter den Els. Doktor, wir haben nur noch 14 Minuten. Hier muss wirklich mal jemand die Akten ordnen. 14 Minuten? Das versuche ich Ihnen dauernd zu sagen. 14 Minuten? Auf meiner Uhr ist es jetzt 10.30 Uhr. Ihre Uhr geht falsch. Wir müssen hier raus. Hier, nehmen Sie 14 Minuten. Oh mein Gott, wir haben keine Zeit mehr. Ich will nicht sterben. Ich muss denken. Was noch? Was noch? Ich habe sicher was vergessen. Was ist bloß los? Ja, ich meine, was ist wichtiger? Ein Haufen Akten oder mein Leben? Genau. Gehen wir. Gehen Sie nicht ran. Hallo, ja? Wer immer es ist, ich habe keine Zeit zum Reden. Es ist Ihr Vater. Tag, Dad. Wir wollten gerade gehen. Ja, aber wir haben nur noch 14 Minuten. 13. 13. Hör mal, Dad. Ich würde ja gerne mit dir reden, aber wir müssen hier raus, bevor... Naja... Aha. Nein. Ich wollte nichts Spezielles mitnehmen. Die Ölgemälde. In deinem Büro. Richtig, Dad. Sicher, sicher. Ich weiß welche. Also gut, hör zu. Ich meine... Die Wanduhr. Also, Dad, ich weiß, es ist ein Familienerbstück, aber welche Keramikeule? Also gut, gut, ja, Miss Brancusi wird sich darum kümmern. Wiederhören, Miss Brancusi. Miss Brancusi! Miss Brancusi! Oh Gott, Miss Brancusi! Mackie, können Sie mich hören? Warum konnten Sie mich nicht sterben lassen? Da gibt es ein Gesetz dagegen bei uns hier. Sie finden einen Weg. Das brauche ich nicht. Ihre Bombe geht in 11 Minuten hoch. Gut. Wo haben Sie sie versteckt? Sie fühlen sich ganz schön hilflos, nicht? So habe ich mich auch gefühlt. Vor 6 Monaten. Ich war im North Beach Krankenhaus mit einer Kugel im Bein. Ein Dienstunfall. Und Millie war hier. Millie? Ja, Millie und ich wollten heiraten. Während ich im North Beach war, wurde sie krank. Sie kam hierher. McIntyre hat sie operiert. Es ging ihr immer schlechter und schlechter. Jeden Tag sagte man mir, wie krank sie wäre. Und ich lag am anderen Ende der Stadt und betete und fluchte. Hilflos. So hilflos. Und dann sagte man mir, sie sei tot. Millie? War das Millie Drew? Ja. Millie Drew. Sie hätten ihr helfen können, McIntyre. Aber es war ihnen nicht. Sie hatte Krebs im Endstadium. Keiner konnte ihr mehr helfen. Sie lügen. Anderen haben sie geholfen. Wieso ihr nicht? Ruhig. Ganz ruhig, Maggie. Ich sag Ihnen wieso. Sie war ein Niemand. Nur irgendein Patient. Je eher sie starb, umso eher hatten sie ein Bett für jemanden Wichtigen. Jetzt wisst ihr, wie ich mich fühlte. Hilflos. Und wartend. Wartend, dass etwas Schreckliches passiert. Es wird in etwa 9 Minuten passieren, wenn Sie uns nicht sagen, wo die Bombe ist. Das ist Ihr Problem. Es ist Ihrs. Wir verlassen das Gebäude. Und alle anderen auch. Außer Ihnen.
Sie lassen mich hier? Das ist eine Frage der Prioritäten. Sagen wir, Sie sind der Letzte, der geht. Gehen wir, Trevor? Gehen wir. Sie können mich nicht hier lassen. Tut mir leid, wir haben andere Patienten rauszubringen. Bitte gehen Sie nicht. Hören Sie zu, ich werde Ihnen sagen, wo die Bombe ist. Bitte. Lassen Sie mich nicht allein. Lassen Sie mich nicht allein. Lassen Sie mich nicht allein. Hallo, Doktor. Was tun Sie hier? Nachsehen, ob noch jemand im Gebäude ist. Oh, nur noch ein paar Minuten. Verziehen Sie sich. Ich dachte, Sie wären im... Gefängnis. Das war nur ein Trick. Haben Sie das nicht gewusst? Nun, ich wusste es, ja. Ich wusste es von Anfang... Ja. Wir haben das sehr gut hingekriegt, nicht? Ja, ja, ja. Gehen wir. Ja, ja, ja. Los, gehen Sie aus dem Fahrstuhl raus. Erlauben Sie hier... Hören Sie, die Bombe ist auf dem Dach dieser Kabine, Doktor. Die Bombe ist auf dem Dach dieser Kabine. Ich sehe in den anderen Etagen nach. Gut, ich komme mit. Einen Moment, Doktor. Aber die Taschenlampe. Ich kann nicht länger warten. Jemand muss hier bleiben und die Leute wegschicken. Ich hole den Jackpot. Nein, Sie machen das. Sie bleiben hier. Ich habe Sie gefunden, Sergeant. Schaffen Sie es? Wie viel Zeit bleibt uns noch? Etwa 2 Minuten. 2 Minuten. Entschuldigen Sie, finden Sie nicht... Seien Sie ruhig! Stanley, was tun Sie denn hier? Bleiben Sie zurück! Bleiben Sie zurück! Da ist eine Bombe auf dem Fahrstuhldach! Das wissen wir, Stanley. Das wissen Sie? Geschafft! Oh.
Alles in Ordnung, Leute. Fabelhaft. Sie hätten nicht hierbleiben sollen, Stanley. Es war gefährlich. Tja, natürlich war es gefährlich, John, aber jemand musste es tun und ich wollte es niemand anderem zumuten. Sie sind ein tapferer Mann, Stanley. Ich hoffe, die Polizei ist sich ihrer mutigen Mithilfe bewusst. Wir hätten es ohne ihn nicht geschafft. Könnte ich einen Blick auf dieses Ding werfen? Es ist doch entschärft. Wissen Sie, ich habe als Kind mit Sprengstoff experimentiert, da musste es dann aber lassen, wegen der Nachbarn. Guter alter Stanley, er ist ein echter Knaller. Nun wären unsere Patienten alle wieder in ihren Bettchen. Und ich bin reif für meins. Ich auch. Es war eine lange Nacht. Wie wär's mit Frühstück? Nein, danke. Ich bin geschafft. Hallo. Guten Morgen, Officer. Nennen Sie mich bitte Annie. Ich möchte Ihnen beiden danken, dass Sie das mit der Bombe gelöst haben. Das war sehr aufregend. Vielleicht sehen wir uns unter glücklicheren Umständen mal wieder. Ja, danke. Sagen Sie, haben Sie schon gefrühstückt? Nein. Würden Sie mir bei Rühreiern Gesellschaft leisten? Ich wohne gleich da drüben, in der Titanic. Ich würde mich freuen. Gut. Du kannst auch mitkommen, Trapper. Nein, danke. Ich bin wirklich geschafft. Also gut. Sind Sie bereit, Officer? Würden Sie mich bitte Annie nennen? Ja, Annie. Das hört sich auch weiblich an. Wissen Sie, das ist merkwürdig. Sobald ich Uniform trage, vergessen die Leute, dass ich eine Frau bin. Ich versuche daran zu denken, aber sollte ich es vergessen? Wird mir schon was einfallen, Sie daran zu erinnern.